So, weiter geht's mit Let's Play Transistor, Folge 7. Inzwischen schon. Muss ich denn zurück? Hier hin, oder? Oh, wohin nach. Guess who? Welch eine Überraschung. Ah! Your turn. Ouch! Ouch! Wollen wir nochmal extra drauf fahren? Wow. Golden. Yay! Benutzer Level 5. Here we go again. Es geht wieder los! Benutzer Level 5. Funktionsauswählen. Schritt 1 von 3. Mask. Funktion. Subversiv verbergen. Verbirgt den Benutzer und verstärkt den nächsten ausgeführte Angriff. Ist als aktive Fähigkeit, erhöht die Stärke der meisten Funktionen beim Meucheln. Okay. Load-Funktion. Explosiv Effektbereich. Bildet ein unbeständiges Paket. Paket zur Auslösung einer großen Explosion. Effektbereich der meisten Funktionen. Ich finde das ehrlich gesagt besser. Das hatte ich ja beim letzten Mal schon zur Auswahl in der Funktion Load. Und Benutzerlevel Cache. Berechtigung passive Boni von Funktion. Öffnet passive Slot 1 zur Verwendung mit beliebiger Funktion. Hört sich gut an. Oh Gott, Begrenzer. Abdundanz, Benutzerlevel Bonus 2. Bei Terminierung spawnt der Prozess manchmal Zwillingszellen. Das sind so Verstärkungen, oder? Ich nehme das. Doppelte Kraft. I don't like this. Hold on, I want to try something. Hey! Is anyone out there? I thought so. Okay, wo geht's denn jetzt weiter? Hier ja offensichtlich nicht. Oh ja, ist wieder so ein Zugangsteil, damit ich. Ja, hier war ich glaube ich noch nicht. Da ist ein. Habe ich denn jetzt mehr? Ne, ich habe immer noch 15 von 16. Nein! Und das Ding kostet 3. Ich finde das mit dem Begleiter eigentlich ziemlich cool. Auch wenn der so lange braucht. Ich glaube, ich nehme den Begleiter mal raus. Grenzer. Ach so, das sind einfach. Dadurch verstärkt man einfach nur die Umgebung. Das ist das, dass die Zellen abgeschirmt sind. Kann ich das abwählen?
Ah, Kennzeichnung, Schadenszelle. Die Zellen sind ruiniert, sie gehen kaputt, wie alles, das kaputt geht. Aber statt kaputt zu gehen, werden sie etwas anderes. Etwas, das sie anscheinend nicht werden wollen. Es ist keine Verwandlung, sondern eine totale Metamorphose, die, soweit ich das beurteilen kann, nicht umgekehrt werden kann. Hat die Zelle erst diese Form angenommen, bleibt ihr nur noch übrig, ihr gespeichertes Potenzial auszustoßen. Wie einen letzten Atemzug zurück in den Äther, vermute ich. Eine Art von Selbstverteidigung? Weiß. Aha. Das kann man abwählen. Prozent. Ach, da kann man auf 6% hochgehen. Benutzerlevel-Bonus. Ach, umso mehr man hat, umso mehr Bonus bekommt man auf die jeweiligen Skills, also mehr Erfahrung sozusagen. 6%. Ich lasse das mal an. Der Prozess wird mit doppelter Kraft zuschlagen. Benutzerlevel 4. Das sind so Verstärker für die Kämpfe. Dass die dann einfach stärker werden oder dass die, ich habe mich gewundert, warum die Zellen abgeschirmt sind mit so einem Schild, dass ich nochmal draufhauen muss, um die mitzubekommen. Das ist tatsächlich einfach nur so ein Multiplikator-Verstärker für die einzelnen Gegner. Interessant. So, jetzt habe ich ja Punkte übrig. Das kann ich leider nicht einbauen. Oder? Neuer passives Slot verfügbar. Ach, das kann ich da oben einbauen. Pakete. Spawn cooldown 10 Sekunden. Mehr geht nicht. Scheiße, ey. Aber ich habe das doch jetzt rausgebaut. Nee, habe ich nicht. Bauen wir das hier rein. Und dann habe ich noch einen Zweier übrig. Dann baue ich das mal wieder hier rein. Yikes. They got more friends. Was? Just run. Get out of there. Oh, das war knapp. Made it. That was 50 of them back there. Maybe more. Was ist Punkt? Whatever. Is that sandbox? Okay, you guys might hear that. Shall we? Das scheint wohl so eine Art Hub zu sein, oder? More of those doors opened up. How about we shut them? Trainingsmodus machen? Ja, da oben. Geschwindigkeitstest 2 von 6. Und ich kann hier unten jetzt
Stabilitätstest machen. Okay. Speichern kann man ja da nicht. Das ist ja ein bisschen schwierig. Aber ich denke mal, ich gehe mal in die Höhle hier rein. We're not alone. Hey, she's friendly, I think. Hi, Luna. Can I call you Luna? Luna, fetch. Good girl. Haha. Das ist unser Hundi. Die Luna. Ich denke, wir machen mal den Geschwindigkeitstest 2 von 6. Der erste war schon knapp. Mal gucken, was uns erwartet. Ready when you are. Ach, jetzt habe ich. Was habe ich denn da jetzt? What? Let's see how quick we can do this. Töten. Whoa. Nein. Sind anscheinend so kleine Arenen. Interlace-Musik freigeschaltet. Like last time. Only better. Ja, ich würde sagen, ich weiß ja nicht, kann man hier speichern? Ist das Spiel, hat das Spiel gespeichert? Ich habe keine Ahnung. Na. That's our girl. Gibt halt auch keine Speicherfunktion, ne? Wiederholen, Einstellungen. Jetzt gibt's hier auch eine Tür. Planungstest. Ja, ich würde mal sagen, ich gehe mal hier kurz raus. Vielleicht speichert er dann. Und dann gehe ich wieder rein. Back to reality. Okay, back on track. Würde sagen. Ich klappe einfach mal hier ganz kurz und mache einen Cut. Und dann sehen wir uns zu Folge 8 wieder. Mal gucken, ich hoffe, dass das Spiel gespeichert ist. Ich weiß es nicht genau, aber ich schätze mal schon. Also, bis dahin, ciao!